Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen im Rabenhoftheater. Wir ersuchen Sie, Ihre Mobiltelefone jetzt abzuschalten. Weiters erlauben wir darauf hinzuweisen, dass das Filmen und Fotografieren aus rechtlichen Gründen leider nicht gestattet ist. Ihr Rabenhof-Team wünscht Ihnen einen spannenden Abend. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum diesjährigen und leider auch weiterhin alljährlichen Big Brother Award Austria, meine Damen und Herren. Und auch wieder freuen wir uns heuer besonders über diesjährige Showband ALF, haben Sie soeben erlebt. Und wie schon letztes Jahr haben wir das große Vergnügen, dass unser Live-Zeichner Katze, Clemens Kindermann, uns begleiten wird mit seinen visuellen Fantasionen und auch den Humoresken aus dem Hause Esel, meine Damen und Herren. Und leider, dieser Preis wurde inzwischen schon als die goldene Himbeere des Datenschutzes irgendwie in der Öffentlichkeit gehypt. Und ich muss Ihnen sagen, die Zeiten sind schlecht und es wird Zeit, dass wir uns wieder sozusagen back to the roots besinnen. An die grindigen Zeiten im Flex, wo es nach Bier gerochen hat und es nicht zum Beispiel einen Big Brother Award gab, der sogar leuchten kann und der so attraktiv ist, dass ihn sich niemand abholen will. Also wir müssen uns alle ein bisschen selbst an der Nase nehmen bei diesem heutigen Big Brother Award, weil die Zeiten sind nicht unbedingt besser geworden. Ja? Das kommt dann, also wenn wir so ein bisschen Revue passieren lassen, was im letzten Jahr so alles über uns gekommen ist, wird es vielleicht Zeit, um eine neue Skulptur zu finden, die diesen Big Brother Award vielleicht angemessener repräsentiert. Und was funktioniert immer gut im Internet? Katzen-Content. Also Sie zu Hause sind hiermit sozusagen mit eingeladen, falls Sie es nicht wissen, Sie haben kleine Bildhauer zu Hause, ja. Jede Nacht, mehrmals am Tag sogar, entstehen wunderbare Skulpturen in diesem Katzenklo, meine Damen und Herren. Und ich möchte Sie herzlich einladen, sich sozusagen selbst an der sozusagen Grindisierung des Big Brother Awards, das ist immerhin ein Negativpreis, das ist keine Auszeichnung. Ja? Wir haben es sehr lustig, das ist schön, dass wir uns irgendwie ein bisschen noch sozusagen kennenlernen können, uns auf die Schulter klopfen können und sagen, die Welt ist nicht ganz Arsch da draußen. Aber meine Damen und Herren, ich würde Sie herzlich bitten, dass Sie uns unterstützen, der Welt da draußen zu sagen, dass die Datenwelt leider immer schlechter wird, indem Sie sozusagen vielleicht uns zu Hilfe treten und uns auch eine kleine Skulptur, so wie zum Beispiel mein Kater Chutney, hat uns diese kleine Big Brother Award Skulptur, die er gerne bereit ist, sozusagen heute an einen willigen Nominierten zu vergeben. Und vielleicht fällt auch Ihnen etwas ein, wofür Sie vielleicht Ihren kleinen individuellen Big Brother Award auszeichnen wollen, nicht? Also mir fiele da schon was ein, also gerade in Österreich, also es ist Zeit, ne? Und es soll ja Leute geben, die gar nicht so glücklich sind, ne, mit dieser beginnenden Veränderung. Und die tragen dann solche distinktionsgewinnerischen T-Shirts, wo sie sagen, ich habe so meine liebe Not mit dem Government. Ne. Aber nicht, dass sie glauben, wir sind sozusagen parteiisch in irgendeiner Form positioniert. Es kann sich natürlich auch um einen Rechtschreibfehler halten. Und insofern könnte man denken, dass hier zum Beispiel der Beistrich fehlt. Und dann steht hier zum Beispiel so nicht, mein liebes Government. Ja? Also für die Leute, die sozusagen Türkisblau, ich glaube, so heißen die, unterstützen wollen, ja, würde ich Sie bitten, dass auch Sie kleine Anregungen geben könnten, wie man es vielleicht noch ein bisschen besser machen könnte in unserem schönen Land. Und dafür brauchen wir natürlich einen Hashtag. Ja. Und der Hashtag für den diesjährigen, also der inoffizielle Hashtag für die DIY-Community unter den Big Brother Award-Fans, haben wir uns gedacht, ist doch irgendwie eine Querschnittmaterie, die sich sicher gut eignet, um den Big Brother Award gebührend zu feiern. Und also da finden Sie leider zu viel unter dem Hashtag. Also wir machen einen spezifischen Hashtag, ja, also eine Category, ja. Kickelcat. Ja. Also wenn Sie sozusagen Ihre Katze dazu gebracht haben oder Ihre Katze sich von selbst dazu gebracht haben sollte, sozusagen bildhauerisch tätig zu werden, ja, im Sinne des regrindisierten Big Brother Awards, dann würde ich Sie auch bitten, dass Sie das goldene Fundstück, ja, geruchsfrei per Internet unter diesem Hashtag per Twitter doch an uns senden. Ja. Also Kickelgate ist wahrscheinlich auch schon vergeben, Kickelgau, fürchte ich, gibt es auch zu viel im Netz. Also probieren wir doch heute, was sich unter dem Motto Kickelcat in Ihrer Kreativität wiederfindet oder der Ihrer Katze. Ja. Also wir freuen uns auf wunderbare Parallel-
Skulpturen zu den heutigen Award-Nominierungen. Und damit sind wir eigentlich eh schon mitten in der Materie, weil wir kommen eigentlich zur ersten Kategorie und da handelt es sich um das grausliche Feld der Politik. Und ich freue mich auf unseren ersten Laudator heute Abend, Robert Matzinger. Er selbst ist Open-Source-Experte, unterrichtet an der FH Burgenland und ich freue mich auf Applaus, 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 erste Kategorie Politik, Robert Matzinger. Einen schönen guten Abend. Ich hoffe ja jedes Jahr, dass wir uns nächstes Jahr nicht mehr treffen müssen, weil der Big Brother Award nicht mehr notwendig ist, aber ich wäre Jahr für Jahr enttäuscht. Und so darf ich heuer wieder die Kategorie Politik mit drei, glaube ich, wirklich würdigen Nominees Ihnen zu Gehör bringen. Und das Schlimme ist ja daran, dass man sich immer weiter an die Dinge gewöhnt. Ja? Also dass wir Überwachung haben, dass wir Überwachungskameras haben, das hätte uns vor 5 Jahren vielleicht noch richtig aufgeregt. Sagt man, ja, wissen wir eh, ist schlimm, wir können uns nicht jedes Jahr darüber aufregen, aber heuer ist es schon besonders spannend deswegen, weil unser lieber Herr Innenminister Kickl, dem die erste Nominierung gilt, tatsächlich seine eigene gefährliche Drohung wahrgemacht hat. Das, was er nämlich als Sicherheitspaket gemeinsam mit der Regierung vor kurzem im Parlament beschlossen hat, hat er selbst noch im Juli 2017 wörtlich als eine gefährliche Drohung bezeichnet. Und über einen Kommentar des Rechtsanwaltpräsidenten Rupert Wolf hat er gesagt, es lasse einem die Haare zu Bergen stehen und der Ernsthaftigkeit der Gesetzesvorlage zweifeln. Mhm. Genau diese für Gesetzesvorlage, dass es dieselbe ist, sagt derselbe Rechtsanwaltspräsident, dass es dieselbe ist, die wurde eben jetzt vor kurzem im Parlament beschlossen und die ermöglicht erstens einmal, dass man die ganzen Kennzeichenerkennungssysteme auf den Autobahnen, also die Section Controls, jederzeit von der Polizei zugreifen kann und man möchte hier auch die ganzen Überwachungskameras, Hausspionen dergleichen, vor allem von öffentlichen oder Unternehmen mit Öffentlichkeitsauftrag, also ÖBB, Spitäler und so, direkt von der Polizei anzapfbar machen. Dazu sind auch schon Schreiben an die Gemeinden ins ganze Land geschickt worden, wie sie denn die Überwachungskameras zum Beispiel vor den Gemeindeämtern zugänglich machen können. Und all das ist also bereits im Laufen und ich glaube, diese gefährliche Drohung ist ein verdienter Nominee. Auch die zweite Nominierung, das sind drei wirklich spannende Kandidaten, die zweite Nominierung richtet sich an unsere liebe Regierung in ihrer Eigenschaft als EU-Ratsvorsitzende. Es hätte nämlich, wir haben alle die DSGVO erlebt, wir haben alle tausende E-Mails gekriegt von hast du nicht gesehen wem, dass wir für alles Mögliche zustimmen sollen. Gleichzeitig damit, gute Sache, Datenschutz, aber gleichzeitig damit hätte auch die E-Privacy reformiert werden sollen. Das wurde jedoch nicht beschlossen und es wurde verschleppt. E-Privacy heißt, richtet sich vor allem an diese sogenannten Tracking-Dienste. Also als Techniker kann ich Ihnen sagen, dass in einer durchschnittlichen kommerziellen Webseite circa mindestens 64, sagt die EFF, Tracking-Mechanismen drin sind. Also Dienste, die ausschließlich dafür da sind, zwar anonymisiert, gut und schön, sie wiederzuerkennen. Also ich bin zum Beispiel jener anonymisierte Laudator hier, der über Politik spricht und das vorher recherchiert hat und heute im Rabenhof hat, also alles völlig anonym. Es geht um diese Wiedererkennungsmechanismen und da ist derzeit ein Wildwuchs im Netz, das ist abendbücherlich, die Presse spricht von Wildwest-Methoden und das hätte reguliert werden sollen. Unsere Regierung, die jetzt die EU-Ratsvorsitz hat, hat sich zudem vorgenommen, einen Fortschrittsbericht zu verfassen. That's all. Dazu muss man aber wissen, dass wenn diese E-Privacy-Verordnung nicht beschlossen wird bis zur EU-Wahl, und die ist im Mai 2019, beginnt der ganze Gesetzgebungsprozess wieder bei Null, beginnt also wieder von vorne, das heißt, wir werden also weiter getrackt ad infinitum, das braucht man jetzt nur durch Verzögerung noch erzwingen und ich denke, das ist ein würdiger Nominee. Ich muss sagen, ich habe meinen persönlichen Favoriten unter den Nominees und das dritte, da kriege ich auf offener Bühne nur drei graue Haare mehr. Ich kriege es gar nicht raus, es ist Uploadfilter. Uploadfilter.
das steht so gar nicht in diesem Richtlinienentwurf zum Copyright, der derzeit in der, im EU-Parlament behandelt wurde und jetzt in den Trilog geht, sondern da steht lediglich scheinbar harmlos drinnen, dass in Zukunft, so möchte man es, die Internetfirmen für User-Content, für Copyright-Urheberrechtsverletzungen von User-Content ihrer User verantwortlich sein sollen. Das heißt, die müssen das kontrollieren. Das geht in der Masse natürlich nicht händisch, das geht nicht von Menschen, das muss man automatisieren. Google hat zum Beispiel die Content-ID für YouTube bereits eingeführt und bei den Mengen an Dingen, die publiziert sind, werden, muss man sich vorstellen, was das kostet. Dass jeder, der irgendwie eine Plattform betreibt, muss diese Inhalte kontrollieren. Das wird heißen, das ist meiner Meinung nach zwingend so, dass es 2-3 Provider weltweit gibt, die diese gewaltigen Rechenzentren werden leisten können, die notwendig sind, um jeden copyright-behafteten Inhalt zu speichern und mit AI-Methoden, mit Tracking, das zu analysieren und zuzuordnen und dann einzustimmen oder nicht, ob das eben zu zensurieren ist oder nicht. Das nämlich kommt nicht dazu, es wird dann gar nicht veröffentlicht. Also man veröffentlicht nicht zuerst und wird dann zur Rechenschaft gezogen, das wäre in Ordnung, sondern es wird gleich wegzensuriert. Es merkt niemand, dass es je hätte publiziert werden sollen. Das ist das eine Schlimme aus meiner Sicht an der Sache, dass man hier Zensurmechanismen einsetzt. Aber ich finde, noch viel schlimmer ist, ich meine, das Internet hat sich als solches durchgesetzt, weil es dezentral ist, weil niemand das ganze Internet möglichst kontrollieren soll. Und alle wesentlichen Protokolle, die ich kenne, von den großen Firmen abgesehen, aber alles, was SMTP oder Mail oder so ist, funktioniert eben dezentral. So, und weil man das offenbar nicht möchte oder nicht wertschätzt, leitet man in Zukunft sämtlichen User-Content über 2-3 Provider drüber. Das ist die Idee. Das heißt, aus meiner Sicht nehmen wir dem Internet seine dezentrale Natur weg. Selbst Tim Berners-Lee, Erfinder des World Wide Web, hat entschieden dagegen argumentiert und sich zu Wort gemeldet, dass er das ablehnt. Und ich möchte wirklich wissen, welche meiner Steuersend an die Abgeordneten im Europäischen Parlament gehen. Vorschlagender ist Axel Voss von der CDU, die solchen hanebüchernen Unsinn, von dem überhaupt nicht klar ist, wie das technisch überhaupt funktionieren soll, vorschlagen. Also es stocken mir die Worte, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll dazu. Ja, also absolut würdiger Nominierung. Sie merken, mein persönlicher Favorite, so schlimm das andere auch ist. Und ich bin sehr neugierig, wer diese Kategorie gewinnen wird. Ja, und es sind tatsächlich die Upload-Filter Axel Voss, CDU und die entsprechenden EU-Abgeordneten. Bitte hören Sie nicht auf zu buhen, zumindest innerlich. Schauen wir, dass wir das abwenden können. Herzlichen Dank. Auf die Ergüsse, im wahrsten Sinne des Wortes, ihrer Katze. Und kommen bereits zu unserer zweiten Kategorie und die heißt Kommunikation und Marketing. Und man ist nicht ganz sicher, was man sich unter dem eigentlich genau vorstellen soll. Ich glaube, früher hätte man gesagt, das ist sowas wie Werbung. Also Werbung war sowas, wo halt irgendwelche attraktiven Produkte ihnen vor die Nase gesetzt werden und dann haben sie gefunden, das gefällt ihnen so wahnsinnig, dass sie das jetzt unbedingt kaufen müssen und es ist sogar noch ein bisschen billiger und wenn ich 3 davon kaufe, dann kriege ich sozusagen eines gratis und merke gar nicht, was ich gefällt und so weiter und so fort. Aber inzwischen, glaube ich, hat sich das ein bisschen verändert, wie wir vor allem auch an den Nominierungen der nächsten Kategorie sehen werden, weil also diese ursprüngliche Funktion des um uns werben, der Werbung ist irgendwie das Verb weggefallen und es ist nur noch dieses Ung übergeblieben, also sowas wie in Ungnade fallen. Und falls Sie sich mehrere Monate zurückerinnern können, ich weiß, das ist lange her in Internetzeit, da gab es ja diese tausendfachen Newsletter-Aussendungen, die wir bekommen haben. Die Sicherheit Ihrer Daten ist uns wichtig. So ein kurzer Lichtblick sozusagen am Datenhorizont, die Datenschutzgrundverordnung und wo wir plötzlich sozusagen das 50-fache an Newslettern bekommen haben,
wo dann auch von Leuten, wo wir bisher noch keine Newsletter bekommen haben, so wie gesagt, ich biete Ihnen das beste Bitcoin-Mining-System aller Zeiten an, wenn Sie jetzt hier sozusagen zustimmen, dass Sie auch weiterhin von uns bespammt werden können. Und wir haben natürlich auch in dem Fall sozusagen eine österreichische Lösung. Es wird quasi abgemahnt in Österreich. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Und genau, es geht natürlich um die Kategorie Marketing. Also was ist dann dieses Marketing inzwischen nur noch? Also sind es Newsletter? Nein, ich fürchte, es ist inzwischen eher die Auswertung der Daten, die Sie dort hinterlassen. Und wie hinterlasse ich denn Daten? Also das konventionellste Modell, das werden Sie in einer der Nominierungen finden, ist natürlich, dass Sie irgendwo beigetreten sind und die machen eine Art Schindluder mit dem, was Sie sozusagen da, wo Sie beigetreten sind, also wo Sie da alles, da scrollt man diese 18 Seiten durch und dann drückt man akzeptieren, wenn Sie sehr korrekt sind, dann warten die, bis man alles abgescrollt hat und dann kann man akzeptieren klicken und dann ist man da dabei. Das ist auch nominiert, aber das war ja schon fast von gestern, weil wir werden in diesen Nominierungen auch Angebote finden, die sozusagen nicht nur die, die bereits im Club dabei sind und dafür bestraft werden von den Nominierten, sondern wir finden auch Leute, die sozusagen auch die Freunde von denen mit überwachen. Also freuen sich auch da schon auf die zweite Nominierung. Und bei der dritten Nominierung geht das Ganze noch ein Level weiter. Da haben sie überhaupt nirgends irgendwo zugestimmt, sondern im Gegenteil, da werden sie bei Gesichtserkennung in gewissen Geschäften sozusagen gleich automatisch überwacht, zugeordnet und dann, Gott sei Dank, mit Werbung versorgt, die allerdings sicherstellt, dass sie ein bisschen angemessen ist für ihre persönlichen, von hinten herum festgestellten Interessen. Und so werden doch schließlich alle glücklich in der schönen neuen Welt der Marketing und Kommunikation. Und wer sich hier besser auskennt als ich, ist die liebe Uta Rossmann, ihres Zeichens Professorin an der FH Wien für Kommunikation. Uta Rossmann, meine Damen und Herren, für unsere nächste Kategorie Kommunikation und Marketing. Kommunikation und Marketing geht unsere erste Nominierung an die österreichische Firma Vidimensio für ihre Kinder-Smartwatch Paladin. Vielleicht sollten wir vielleicht auch gleich einigen Eltern eine Nominierung vergeben, denn sie statten immerhin ihre Kinder mit einer solchen Tracking-Watch aus. Entwickelt wurde die Smartwatch Paladin, damit Eltern ihre Kinder via GPS orten können. Oder wir können auch gleich sagen, sie können sie überwachen. Wenig überraschend ist allerdings, dass gleichzeitig massive Sicherheitslücken festgestellt wurden. So zeigte das deutsche Computermagazin CT, dass die Smartwatch-Daten unverschlüsselt an den Server des Herstellers gesendet werden, wodurch sich die ID-Nummer eines Geräts ganz leicht auslesen lässt. Auf der Uhr gespeicherte Daten sowie die GPS-Positionen der Kinder konnten so in Echtzeit mühelos ausgelesen werden. Nicht nur die Eltern, sondern auch Fremde können somit herausfinden, wo Kinder gerade spielen. Der Hersteller sagt aber, mittlerweile sei diese Sicherheitslücke geschlossen. Es kommt aber noch besser. Denn obwohl die Firma Vidimensio die Smartwatch explizit mit den Worten ohne Abhörfunktion anpreiste, verwandelten Hacker diese Uhr problemlos in eine Wanze. Denn in der Uhr ist ein Mikrofon eingebaut. Damit kann man auch telefonieren. Gedacht ist das nämlich als Notruffunktion für die Eltern. Allerdings nicht nur besorgte Eltern, sondern auch halbwegs versierte Hacker ist es damit ganz schnell möglich, die Uhr anzurufen und die Kinder zu belauschen, am Spielplatz oder wo sie sich gerade tummeln. Kleine Wanze wäre wohl damit der passende Name für solche Tracker-Uhren für Kinder, die so schöne und fantasievolle Namen tragen wie kleiner Delfin, kleine Eule und kleiner Drache. Hätten der andere Namen, dann würden vielleicht auch Eltern etwas hellhöriger werden, bevor sie ihren Kindern eine solche Abhör-Albtraum-Uhr schenken. Und vielleicht würden wir dann auch eher dazu kommen, dass es gesetzliche Regulierungen geben würden. Denn in Österreich, leider muss man sagen, sind derartige Abhörfunktionen nicht verboten. Darüber freuen sich selbstverständlich die Hersteller solcher Geräte, denn für die hat das nur Vorteile. Es wird also wohl nicht lange dauern, bis wir wieder sehen werden, dass solche kleine Wanzen unsere Kinder belauschen. Ja, großes Buh. In diesem Jahr durften wir auch erfahren, dass A1 Telekom bei Anfragen und Beschwerden die Kundendaten speichert, und zwar bereits seit 5 Jahren, ohne dass wir Kundinnen und Kunden irgendetwas davon wissen. Aus unserer Sicht ist das eine massive Verletzung des Grundrechts der Kundinnen und Kunden auf Datenschutz. Aufgeflogen ist das Ganze aber erst,
mit einer Anzeige gegen die A1 Telekom bei der österreichischen Datenschutzbehörde. Betroffen sind Kundinnen und Kunden von A1 Mobil, A1 Festnet, Bob und Red Bull Mobile. Darunter finden wir Unternehmen wie die ÖBB, Parteien wie die SPÖ und die ÖVP, den ORF und sehr viele Privatpersonen. Die Liste der angeführten Kundinnen und Kunden, wenn man die sich betrachtet, ist über 700 Seiten lang. Die Aufnahme in diese fragwürdige, sagen wir einmal, Vorratsdatenspeicherung bei der A1 Telekom beginnt immer dann, wenn eine Kundin oder ein Kunde sich über die Höhe einer Rechnung oder über Fehler bei der Abrechnung von Dienstleistungen beschwert, man manchmal auch der Meinung ist, das Datenvolumen wurde zu schnell verbraucht, oder man beschwert sich über eine zu langsame Datenverbindung. Gespeichert wird dann, mit wem der Kunde und die Kundin wann und wie lange telefoniert hat, wer angerufen hat, wem man eine SMS geschickt hat, wie lang diese SMS ist und wer eine SMS zurückgeschickt hat. Zur Lösung des Problems mögen dies wichtige Informationen sein. Nicht nachvollziehbar ist dabei allerdings, warum A1 diese Daten 3 bis 5 Jahre speichern muss. So lange dauert kein einziger Beschwerdefall. Nachvollziehbar ist auch nicht, warum A1 zusätzlich den Sendestandort des Handykundens erfassen muss und dessen Suchverhalten im Internet. Das heißt, wann welche Webseite angesurft wurde und wie lange dort verweilt wurde. Aus unserer Sicht braucht man keine dieser Informationen, um tatsächlich das Problem bei einer Rechnung oder bei einer Abrechnung zu lösen. Alles, was hier passiert ist, dass A1 die Kundinnen und Kunden ausspioniert. Kommen wir zu unserer dritten Nominierung in der Kategorie Kommunikation und Marketing. Diese geht an 2 Weltkonzerne, den Pharmakonzern Bayer AG und den Tabakkonzern Philip Morris. Denn beide haben nun in Österreich Tests unternommen, mit Gesichtsscans, die uns maßgeschneiderte Werbung zubringen. Die Bayer AG hat das in 2 österreichischen Apotheken getan, Philip Morris in 2 Wiener Trafiken. Das Ganze läuft so ab: treten wir als Kundin oder Kunden zur Tür hinein, werden über eine Kamera unser Gesicht gescannt und das Ganze misst dann, identifiziert dann unser Geschlecht und unser ungefähres Alter. Dem Apotheker als Beispiel ermöglicht das dann, zielgruppengerechte Medikamente über den Werbescreen zu empfehlen und auch so. Eine ältere Kundin bekommt dann vielleicht Werbung über Supradin 50+, ein junger Kunde vielleicht Werbung für Ritalin, weil er Aufmerksamkeits- und Leistungssteigerungen braucht. Wie immer, sowohl die Bayer AG als auch Philip Morris betonen die anonyme Erhebung dieser Daten. Die Daten werden laut der Unternehmen weder gespeichert noch mit anderen Daten verknüpft. Und somit spiele auch die Datenschutzgrundverordnung keine Rolle bei solchen Tests. Die Bilder werden nämlich sofort nach der Verarbeitung gelöscht und es bestehe keine Möglichkeit, die Person zu identifizieren. Als Konsumentinnen und Konsumenten können wir da nur hoffen, dass solche Daten auch in Zukunft nicht gespeichert werden. Sicher können wir uns da leider nicht sein. Unser Glück in Österreich ist auch, dass solche Gesichtsscans bei uns noch relativ selten sind. Aber wir wissen aus den USA und aus Großbritannien, dass die dort sehr rege zum Einsatz kommen, um individualisierte Werbung anzubieten. In Großbritannien beispielsweise ist das mittlerweile gang und gäbe in Modegeschäften. Für uns bleibt also hier nur abzuwarten, wie lange wir noch unbeobachtet einkaufen gehen können. So, es wird spannend, denn in diesem Jahr alle 3 Nominierungen in der Kategorie Kommunikation Marketing haben den Big Brother sehr verdient. Und der Big Brother geht an die Werbung mit Gesichtsscans in Apotheken und Trafiken, die Bayer AG und Philip Morris. Herzlichen Dank. In diesem Back to the Roots Big Brother Awards heuer bin ich ja echt sehr zufrieden. Es wird nicht mehr applaudiert, sondern gebuht, ohne dass ich was sage. Also
sofern mir das zusteht, vielen herzlichen Dank. Und es gibt auch andere Aspekte, wo wir uns doch ein bisschen wehren, nicht? Und eins der, wenn es nicht im Resultat zermürbend wäre, aber doch Highlights des letzten Jahres, war sicher die MeToo-Bewegung, nicht? Da gibt es einen harmlosen Hashtag und unter dem sind zahlreiche weniger harmlose Männer zu Fall gebracht worden. Nur einen Fall, wo man das sozusagen live verfolgen konnte, wie das dann letztlich doch nicht so klappt, ist dieser eigenartige Typ namens Brett Kavanaugh. Haben Sie das irgendwie mitverfolgt die letzten Monate? Ja, also der wurde ja ja, das ist ein echtes Problem. Das ist halt der interessante Big Brother Award. Aber das war also sozusagen ein redlicher Versuch, sich zu wehren. Und ich weiß nicht, falls Sie das Vergnügen haben wollen, einmal dessen Livestream, also diesen Streamer anzuschauen, wo dieser Mensch sich sozusagen verteidigt, dann lernt man dort nicht nur sozusagen, was das Wort Boof bedeutet, schauen Sie es mal nach, sondern man lernt auch einiges über individuelle sozusagen, wie soll ich sagen, Sexual- bis Trinkpraktiken, wie zum Beispiel das Devil's Triangle. Also diejenigen, die den gesamten Stream verfolgt haben, werden wahrscheinlich wissen, was ich meine. Die, die nicht wissen, was ich meine, können das auch im Wiktionary nachsehen. Und wenn sie dann beim Wiktionary nachsehen, was ein Devil's Triangle ist, dann finden sie dort statt einem Sexualakt zwischen zwei Frauen und einem Mann, finden sie dort ein Drinking Game, so wie das Brett Kavanaugh ja richtigerweise, wie man auf Wiktionary nachschauen kann, sozusagen bestätigt hat bei seiner Anhörung. Und dieser Mann ist immerhin ein Teil des obersten Gerichtshofs der USA, also der wird schon recht haben, und wenn er nicht recht hat, dann kann man ja auf Wiktionary nachschauen. Ne? Also insofern, da passiert gerade was. Ne? Und sonst sagt man halt, das ist irgendwie Fake News, aber da geht es ja wirklich um den Kampf darum, was sozusagen die Wirklichkeit wird. Und nachdem wir sozusagen diesen Big Brother Award etwas wehrhafter gestalten wollen und ich ein bisschen gestehen muss, dass ich mit ihren Kickelcat-Einreichungen bis jetzt nicht ganz glücklich bin, weil eigentlich noch nichts gekommen ist. Also ihr Leute da draußen, ich sehe ein, dass ihr jetzt eure Katze nicht mitgebracht habt und das Katzenklo und so. Und deswegen müssen wir sozusagen nach den Maßnahmen greifen, die sozusagen auch sonst die Bösen tun. Wir machen also Werbung, ja. Also wir machen ein Gewinnspiel. Ja? Diejenigen Personen, und das ist eigentlich auch eine ganz gute Strategie, also diese sozusagen statt Fakten eher die Fiktion zu erzeugen, haben sich auch die gute Barbara Wimmer, die sonst hier als Laudatorin auch sprechen würde und eigentlich unsere beschämende Frauenquote, hier muss ich ganz ehrlich sagen, etwas verbessert hätte, wenn sie nicht heute früh krank geworden wäre und die andere. Die hat aber dafür ein Buch herausgegeben, meine Damen und Herren. Und das heißt Smart Lies, und darin finden sie nicht die übliche Abhandlung sozusagen, wie böse die Welt in Wirklichkeit ist, sondern sie finden darin relativ anregende Fantasiegeschichten, die aber alle ein bisschen mit diesen Datenschutzthemen zu tun haben, die uns doch die ganze Zeit hier irgendwie bewegen. Und ich bin jetzt sozusagen bereit, für Einsendungen zum Hashtag Kickelcat dieses Buch zu verschenken. Also eines davon wohlgemerkt. Es gibt es heute übrigens um 10 € statt 15 € draußen nach den Big Brother Awards zu kaufen, herausgegeben von unserer guten Schroombab Barbara Wimmer und Günter Friesinger, der hier auch irgendwo, also die im Dunkeln sieht man nicht, der da irgendwo da hinten sitzt und nachher am Desk und in das Buch, wenn sie nicht gewonnen haben sollten, sozusagen aushändigen wird, gegen 10 €. Und ich würde es ja, man muss aber schon sagen, beim Gewinnspiel, das ist ja der Trick, man muss den Leuten das Gefühl geben, dass sie sich sozusagen bemühen müssen, dass sie das gewonnen haben, und dann hat man sie noch besser in der Tasche. Und in dem Fall wollen wir das sozusagen imitieren, diese Strategie. Und auch ein bisschen vorwegnehmen, was dann nachher noch alles passiert hat beim Big Brother Award. Wir wollen es ein bisschen erschweren. Also nur Kickelcat und Pinkelskulptur reicht jetzt nicht mehr, um dieses Buch zu gewinnen, nehme ich aber auch gerne bitte auf Twitter entgegen, sondern wir suchen von Ihnen, und das können Sie auch im Publikum machen, vielleicht wenn eine nette Musik dann nachher tönt und so, und zwar Vorschläge, was das liebe Kickelcat, das bemüht sich so, das Kickelcat, und vor allem, weil es hat ja viele Sachen gemacht, um zu schauen, wie man den Journalisten schaden kann in diesem Land. Also was würde denn dieses liebe Kickelcat tun, wenn es alle Daten von Facebook hätte? Ja? Also seien sie ein Autor wie in diesem fantasiereichen Fake News Buch, also Fictionist Stories. Wir wollen von Ihnen sozusagen die Fantasie blühen lassen, vielleicht war Ihnen das mit der Pisskultur ein bisschen zu schwierig. Geben Sie uns doch einen Vorschlag, was würde der beste Innenminister aller Zeiten tun, wenn er endlich Zugriff auf alle Facebook-Daten hat. Ich freue mich, also wir werden dann in 2 Nominierungen schauen, ob was reingekommen ist, und wir werden völlig willkürlich, intransparent entscheiden, wem ich dann das Buch darunter aushändigen würde, so wie das, so wie jeder Algorithmus halt. Ne? Und vielleicht haben Sie Lust und schicken Sie mir doch was der Gute, heißt der Herbert oder Norbert oder wie heißt der eigentlich? Also, die haben alle so komische Namen. Philipp. Was Philipp Kickel
Der größte Innenminister aller Zeiten, Herbert. Also der Bertel Gickel tun täte, wenn er alle Facebook-Taten besette. Ja, und das bringt mich eigentlich zur erschütternden Rubrik Behörden und Verwaltung. Und was da sonst noch an Schindluder passiert, verrät Ihnen Walter Kaban. Und dieser Mensch, meine Damen und Herren, ist nämlich tatsächlich, und da kommen wir jetzt langsam zu sozusagen unserer glamorous Seite. Ich versuche sie zu verbergen, weil wir ja eben der grindige Big Brother Award treu sind. Dieser Mensch ist sozusagen eine Art Internetpionier und ich weiß nicht, wer von Ihnen so alt ist, wie ich nicht bin und sich an die Suchmaschine Astronaut erinnern kann. Ja, das war so, also vor iPhone war das auf jeden Fall. Und dieser Mann ist daran schuld, also unter Anführungszeichen. Und jetzt bezeichnet er sich selbst als eine Art Wanderer zwischen den Welten, das ist eher eine Art Philosoph, der aber noch immer irgendwie mit IT zu tun hat. Ich freue mich besonders auf Walter Kramer, der Ihnen die Kategorie Behörden und Verwaltung schmackhaft machen wird und auf Ihre Einsendungen, ja, Kindlichkeit und Facebook. Wunderschönen guten Abend. Ich habe da drinnen schon die Auflösung. Ich habe sie aber noch nicht gesehen. Wir haben drei Nominees, so wie immer. Und es geht bei den Nominees in diesem Fall nicht um etwas, was unser Online-Leben betrifft, sondern was unser Offline-Leben betrifft. Und das Interessante dabei ist, es geht zweimal ums Auto und einmal um die Gesundheit. Beim Auto ist nominiert die Asfinag mit der digitalen Vignette, weil wir können seit letztem Mal die Vignette online bestellen. Wir haben aber, um die Online-Käuferschutzmechanismen in Betracht zu ziehen, eine Widerspruchsfrist von 18 Tagen. Das heißt, wir kaufen die Vignette und dürfen sie nicht sofort verwenden. Sie wird erst nach 18 Tagen gültig. Ist irgendwo ein Anachronismus, wenn ich jetzt digital ganz schnell was besorgen möchte. Und dann muss ich 18 Tage warten, bis ich es nutzen kann. Wenn ich mir anschaue, wenn ich digital einen Fahrschein bei der ÖBB oder bei den Wiener Linien mir beschaffe, dann darf ich sofort fahren. Also irgendwo stimmt da etwas nicht zusammen. Ich kann mich noch erinnern, dass es dürfte voriges Jahr gewesen sein, haben wir einen Innenminister namens Sobotka gehabt und der wollte das unbedingt auch durchsetzen. Und die Asfinag hat damals gesagt, ja, wir haben zwar Kameras auf den Autobahnen, aber wir sind nicht in der Lage, die Kfz-Kennzeichen zu erkennen und wirklich abzuspeichern. Und in der Zwischenzeit haben wir eine neue Regierung und die vorher dagegen waren, sind jetzt mit dem Sicherheitspaket ziemlich der Überzeugung, dass es umsetzbar ist, sogar mit der Argumentation, dass es ja jetzt Systeme gibt, mit denen man Kennzeichen recht einfach und recht schnell erkennen kann und dann natürlich auch Bewegungsdaten von diesen Autos zur Verfügung hat. Ja, Datensammeln ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil mit den Daten können wir ja vielleicht irgendwann einmal was anfangen. Wir wissen zwar nicht jetzt, was wir damit anfangen sollen, aber vielleicht ist es etwas in der Zukunft Wichtiges. Das zweite Mal zum Auto, da bleiben wir jetzt in Wien und kommen nicht zu den Autobahnen, da bleiben wir bei der MA67 im Bereich der Parkraumüberwachung. Bei den nächsten Vignetten, die Stadt Wien hat das beschlossen, die nächsten Vignetten werden mit einem Transponder-Chip ausgerüstet und die Parksheriffs, die jetzt gehen und diese Vignette einscannen müssen, haben natürlich ein Problem im Winter, weil da müssen sie die Windschutzscheiben reinigen. Das wird dann wegfallen. Also es wird alles viel günstiger werden. Und die Sache ist natürlich die, dass wenn jetzt der Parksheriff heute zu einer normalen Vignette geht, dann scannt er das ein. Da ist eine Nummer drauf, das wird abgeglichen. Ja, diese Nummer ist für da berechtigt, da zu stehen. Ja. Und im Grunde genommen, das war es. Wenn einer korrekt, unter Anführungszeichen, geparkt hat, dann ist der Parksheriff weg und ist schon wieder vergessen. Das will man jetzt natürlich in der Stadt Wien anders haben. Die Parksheriffs sollen einfacher, schneller agieren können. Dieser Transponder-Chip
sendet die Information an das Gerät, dass der Park Sheriff nur so im Vorbeigehen bei den Autos über die Autos überprüft. Der Aspekt, der da noch eine Rolle spielt, ist der, dass das automatisch abgeglichen wird mit Kfz-Kennzeichen und auch mit Kfz-Art und Weise, und man weiß jederzeit, wo welches Auto gestanden ist. Ob der jetzt da korrekt gestanden ist oder nicht korrekt gestanden ist, das ist obsolet, weil wir wissen in Zukunft, oder besser gesagt die Stadt Wien weiß in Zukunft jederzeit, wo diese Autos stehen. Interessant wird es natürlich dann, wenn man versucht, Verkehrsströme und das alles zu berechnen, und das ist für eine Großstadt ja wirklich wichtig, dass es unsere Privatsphäre möglicherweise einschränkt, weil man sagt, ja, der Fahrer wird ja nicht erhoben, aber es gibt natürlich andere Datenbanken, wo man feststellen kann, welches Auto auf wen zugelassen ist, und ja, also es sei dahingestellt, es wird jede Menge Daten geben und die werden grundsätzlich auch benutzt werden. Das Dritte hat mit noch was wesentlich Wichtigerem für uns, für jeden von uns zu tun. Wunderbar. Das Dritte hat noch mit was wesentlich Wichtigerem für uns alle zu tun. Jeder Mensch ist gerne gesund. Und jetzt gibt es einen Beschluss der Regierung, dass man, und das Interessante dabei ist, dass es ja seit Mai dieses Jahres eine in Kraft getretene Datenschutzgrundverordnung gibt, die besonders auf sensible Daten Wert legt, und da gehören natürlich Gesundheitsdaten dazu, dass die besonders sensibel sind. Wir wissen über die Diskussionen mit dem LGAS-System und dass man sich sozusagen weigern konnte, damit registriert zu werden. Aber wenn man jetzt die Gesundheitsdaten, ja, zur der Forschung zur Verfügung stellen, wie das die Regierung beschlossen hat, dann ist es natürlich so, dass diese Forschung, die heute in allen Wissenschaften mit statistischen Werkzeugen aus jeder Menge Daten was Interessantes für die Forschung feststellen kann, dann muss man sagen, dort, wo es um Gesundheitsdaten geht, verspricht man uns dann, dass es eine personifizierte, individuelle Medikation geben wird. Und jetzt muss man aber dann fragen, wer forscht denn da? Forscht da die Wissenschaft oder forschen dann Pharmakonzerne mit diesen Daten? Und es ist vor allem so, dass wenn man dann diese Daten an Konzerne weitergibt, man nicht sicher sein kann, auch wenn diese Daten anonymisiert sind. Und jetzt muss man dann die Frage stellen, ob anonymisierte Gesundheitsdaten, wenn man sie in großem Umfang zur Verfügung hat, ob diese anonymisierten Gesundheitsdaten wirklich nicht zulassen, dass man auf eine Person rückschließen kann, weil man muss im Grunde genommen davon ausgehen, dass irgendwo ist ja diese Person vermerkt, und wenn ich da hineingreife und ich ziehe meine E-Card raus, dann, und die steckt man wo rein, weiß jeder, wer ich bin, und wenn das mit anderen Daten, also es mag die Frage sein, ob das jetzt wirklich so positiv ist oder nicht so positiv ist. Auf jeden Fall ist es eine Verletzung dessen, was die EU eigentlich mit dieser Datenschutzgrundverordnung bezwecken wollte. Und jeder, der mit der Datenschutzgrundverordnung zu tun hat, weiß, dass es geht um Datenminimierung, dass es darum geht, dass man Daten, dass man beeinspruchen kann, dass man überhaupt die Daten hergibt, dass man das Recht hat auf Auskunft, auf Löschung, auf Änderung der Daten, und das wird bei den Gesundheitsdaten alles unterlaufen, weil auch nicht das Parlament oder die Datenschutzbehörde da Zugriff hat, sondern es geht einfach auf Ministerweisung, kann man die Daten hergeben. Also das sind die drei Nominees. Und jetzt kommt es zur Auflösung. Schauen wir, ob es die Gesundheit oder das Auto ist. Da haben wir ja nur zwei Möglichkeiten. Es ist die MA67. Okay. Ist gar
gar niemand da von der MA67, der sich den Preis abholt. Sehen Sie, das funktioniert mit den Katzenpiss-Skulpturen. Also wenn wir weiter diese schönen Dinger, wie Sie aus den letzten Jahren wissen, stehen die natürlich Schlange, um ihre Preise abzuholen. Ich bin generell eigentlich ziemlich zufrieden mit der ganzen Sache. Wir haben jetzt endlich erste Einsendungen. Ja? Also es gibt das Buch noch zu gewinnen. Und wir haben zum Beispiel einen gewissen Florian Müllner. Und wenn man sich dessen freiwillig übrigens zur Verfügung gestellten Twitter-Stream anschaut, dann hätte man das Gefühl, das ist ein Mensch, der hat sonst Händel lieb. Und jetzt haben wir einen Aktivisten aus ihm gemacht. Der hat sich den Preis entgegen. Der Witz ist nicht von mir, der ist auf Twitter, gell? Kickelkeiter. Ich habe vergessen, mein T-Shirt umzuziehen. Oh. Nein, es gibt... Nein. Also, das muss man schon sagen, ein bisschen zu oversexualisiert war dieser Big Brother Award schon. Also deswegen dem Nackt und dann verwendet man halt diesen Schmäh und dann funktioniert das und dann wird das aber wieder eingefordert. No. Also das nächste Mal ziehe ich mich wieder angemessen an. Ernst. Die nächste Rubrik ist das, was, das ist auch ein bisschen so die Gefahr. Also es geht nämlich um die Rubrik Business und Finanzen. Das ist dieser Teil, den wir normalerweise sozusagen in der Zeitung überblättern. Und da geht es aber ein bisschen ans Eingemachte. Und da hat sich schon da hat sich schon was getan. Also spätestens seit Sie also diese smarten Geräte da irgendwie in der Hand haben, wo Sie irgendwie nicht nur jetzt ein SMS schicken können, ne? Mit so Sprache, sondern jetzt können es alles. Ne? Und der Schmäh ist aber, während sozusagen Sie alles können mit dem Gerät, kann das Gerät auch alles. Und wenn wir uns erinnern, vorher gab es irgendwie das Problem, okay, da habe ich irgendwo beigetreten und deswegen sozusagen können die über meine Daten verfügen, dann ist es so, dass diese Alleskönner inzwischen sozusagen andere Dinge missen, wo sie überhaupt keinen Überblick mehr haben, was die mit ihren Daten machen. Und da sind wir bei dieser ominösen Cloud, die irgendwie immer stärker wird, die verschiedene Dinge für uns sozusagen verrichtet, ohne dass wir irgendwas dagegen tun können. Und man kann natürlich sagen, okay, bei einem Anbieter, da kannst du irgendwie wieder austreten, das ist zwar irgendwie mühsam, weil da muss man sich einen anderen suchen und dann kriegt man diese ganzen Marketing-Umfragen und dann bekommt man, also ich habe mich unlängst übrigens mein Internet gewechselt und dann kriegt man so herrliche Anfragen, wo sie auch fragen, wie viel Umsatz macht der neue Konkurrent mit ihrem Unternehmen und so. Und ich denke, wieso fülle ich denen das aus? Auf jeden Fall, den können sie ja wenigstens noch wechseln, aber problematischer wird sozusagen, wenn dieses Betriebssystem dann sozusagen ihre medizinischen Daten anbelangt und das vielleicht dann nicht mehr so einfach ist zu wechseln. Und noch problematisch ist, wenn sozusagen diese Daten gar nicht mehr wechselbar sind, sondern ihren grundeigenen Finger- oder Gesichtsabdruck betreffen. Und kaum wird man es glauben, aber auch damit beschäftigt sich die Rubrik Business und Finanzen. Und wer sich da wirklich besser auskennt als ich, der eigentlich lieber sozusagen nach Rimini zieht, ist Gerald Raab, unser Nominator, Laudator für Business und Finanzen. Er ist selbst Open-Source-Entwickler und somit insofern der perfekte Mensch, um Ihnen die Rubrik nahezubringen. Ich gehe jetzt weiter Bier trinken. Ja, schönen guten Abend, Business und Finanzen. Angekündigt zu werden als der perfekte Mensch. Weiter rede ich jetzt nicht, das ist super. Business und Finanzen, es ist schon cool. Zuerst gibt es was fürs Herz. Erste Nominierung, Business und Finanzen, Medtronic. Auch Herzschrittmacher brauchen Aufmerksamkeit und Updates. Wer kennt das nicht? Immer öfter werden Produkte wegen versteckter Mängel oder wenn man erst später Fehler im Produktdesign erkennt, zurückgerufen. So eine Maßnahme ist immer mit Kosten- und Prestigeverlust für den Hersteller, dem ist manchmal wurscht, und mit Unsicherheit und Aufwand für den Kunden verbunden. Und jeder von uns hofft, dass so ein Rückruf, wenn er schon notwendig ist, uns dann erst erreicht, bevor irgendwas passiert. Im IT-Umfeld sind Hacker-Konferenzen wie die Black Hat in Las Vegas gefürchtet, weil dort die Lücken öffentlich angeprangert werden, die sich in diversen Produkten verstecken. Zumeist erfolgt durch die Hacker eine mehrmonatige Vorwarnung, um den Firmen die Zeit zu geben, die Lücken zu schließen, bevor diese öffentlich bekannt werden. So ist es auch in diesem Fall geschehen. Allein die Reaktion des Herstellers ließ einiges zu wünschen übrig. Im August 2017 warnte die US Food and Drug Administration vor einer Softwarelücke bei Herzschrittmachern, die Manipulation der Geräte ermöglicht. Patienten sollen für ein Firmware-Update ihren Arzt aufsuchen. Ja, soweit so normal scheinbar. Aber das ist besser, kommt erst. Über ein Jahr später gibt es immer noch Herzschrittmacher mit denselben Problemen. 18 Monate lang haben Hacker versucht, die Firma auf die Problematik dieser Schwachstelle hinzuweisen und um immer noch zu hören, dass nichts passiert, wenn man das Risiko eher als gering einschätzt. Hat sich wahrscheinlich noch keiner beschwert.
Der Hersteller, also nur auf der Zunge zergehen lassen, der Hersteller wurde also vor 18 Monaten informiert, will aber doch kein Update ausliefern. Wie Medtronic mitteilte, habe die Sicherheitslücke keinen Einfluss auf das Wohl der Patienten. Daher sehe man keine Notwendigkeit, die Lücke per Update zu schließen. Ja, also solange das niemand ausnützt, müssen alle betroffenen Patienten nur in ständiger Sorge leben, dass es dann doch irgendjemand macht. Und es geht ja schließlich nur um Patientinnen mit schwachem Herzen. Diese nachhaltige, zynische Ignoranz motivierte die Sicherheitsforscher letztendlich dazu, die Schwachstellen doch öffentlich zu machen. Und Hand aufs Herz, wer kann da sagen, das wäre keine berechtigte Nominierung? Gratulation an Medtronic. Sehr böse. Aber warten Sie, was jetzt kommt. Mastercard. Zwangsbiometrie. Zwangsbiometrie ab 2019. Erschrecklich. Was ist das für ein Wort? Erschreckend ist natürlich der jährliche Schaden durch Kreditkartenbetrug, den wir alle gemeinsam bezahlen müssen. Jede Anstrengung, es Verbrechern schwieriger zu machen, ist also im Sinne der Gemeinschaft. Bei allen Sicherheitsbarrieren muss allerdings auf Bequemlichkeit und Akzeptanz geachtet werden. Der Fingerabdruck gehört zu den bequemsten Techniken, einen Menschen zu identifizieren. Das taugt besonders den Kriminalisten, die überall die Fingerabdrücke aufklauben, wo wir sie hinterlassen, wo wir irgendwo was angreifen. Auch haben PIN und Passwort das Problem, dass diese vergessen werden können und den Finger vergisst man selten irgendwo. Bereits 2016 sollte die Authentifizierung per Fingerabdruck eingeführt werden, angeblich, weil die Kunden das so wünschen. Auch jetzt wieder wollen das angeblich 90% der Kunden, was die Frage aufwirft, wieso man überhaupt jemanden dazu zwingen muss, wenn das eh alle wollen, scheinbar. Konkret sollen die heimischen Partnerbanken verpflichtet werden, ab 2019 zumindest ein biometrisches Verfahren zur Authentifizierung anzubieten. Menschen zu zwingen, biometrische Methoden zur Authentifizierung verwenden zu müssen, ist keine gute Idee. Das führt nämlich dazu, dass diese Daten in immer mehr Datenbanken gespeichert werden. Aber zum Glück sind diese Art von Datenbanken ja nicht sehr attraktiv für Angriffsziele und daher auch kaum von Datendiebstahl bedroht. Und selbst wenn, dann werden einfach die User informiert, dass sie schnell das Passwort, das können sie nicht mehr ändern, wenn der Fingerabdruck jetzt das Passwort ersetzt. So eine Aussendung würde dann wohl eher so aussehen. Sehr geehrte User, Ihre Login-Daten wurden aus unserer Datenbank gestohlen. Suchen Sie bitte den plastischen Chirurgen Ihres Vertrauens auf und tauschen Sie Ihre Fingerabdrücke. Wenn Sie schon dabei sind, besorgen Sie sich neue Augäpfel und ändern Sie Ihr Gesicht. Viel Spaß beim Weitershoppen. Biometrische Daten als Ersatz für PIN oder Passwort, ganz, ganz schlechte Idee. Als Nominierungsgrund für einen Big Brother Award, aber ganz vorne dabei. Gut gemacht, Mastercard. So, da. Jetzt haben Sie es bald überstanden, die langweilige Kategorie. Der nächste Nominierte, Microsoft, mit Windows 10 im S-Mode, das hat mich kurz geschockt, wie ich das gelesen habe. Ich dachte nämlich, ich bin in einer Zeitschleife gefangen und wieder im Jahr 2017 gelandet. Windows 10 S, Sie erinnern sich vielleicht an den großen Abräumer der vorjährigen Gala. Ich dachte, Windows 10 im Sobotka-Mode oder wie ist es? Windows 10 S, was soll das? Aber ich kann eine Entwarnung geben, es hat nichts mit dem Preisträger vom Vorjahr zu tun. O-Ton, Microsoft Support-Seite, Windows 10 im S-Modus sorgt dafür, dass Sie jeden Tag schnell und sicher arbeiten können. Also gut, gestehen wir mal zu, dass es irgendwer will, jeden Tag zu arbeiten. Aber schnell und sicher, okay. Speziell für unsere Schülerinnen und Schüler ist wichtig, eine Version von Windows 10 zu haben, deren Hauptfokus auf Sicherheit gerichtet ist. Gerade in einer Zeit, wo private PC-User und Firmen von einer neuen Bedrohung heimgesucht werden, gegen die anscheinend kein Kraut gewachsen ist, nämlich so Sachen wie WannaCry, Viren, die da gibt es dann jetzt sogar schon ein neues Wort dafür, Ransomware, die PC-Daten verschlüsseln und dafür dann Lösegeld erpressen. Und damit haben Viren eine komplett neue Dimension erreicht. Und jetzt auftritt Microsoft. Was tun, wenn Erpresser die Daten von Usern in Geiselhaft nehmen? Wir denken nach. Richtig, man entmündigt die User gleich komplett und entzieht das gesamte System der Verfügungsgewalt des Benutzers. Problem gelöst. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Versäumtes nachzuholen und das Geschäft mit der Software an die eigene Plattform zu binden. Um Sicherheit garantieren zu können, darf nur noch Software aus dem eigenen Shop installiert werden. Freiheit und Selbstbestimmung war gestern. Alternative Browser? Fehlanzeige.
Na, dann zumindest die Standardsuchmaschine wechseln. Wieder Fehlanzeige. Anmelden an einer lokalen Domäne? Sicher nicht. Dafür dürfen die eigenen Daten jederzeit in einen Microsoft Cloud Service verschoben werden. Na bitte. Aber was nimmt der geknechtete User nicht alles in Kauf für seine eigene Sicherheit? Und immerhin hat es 3 Stunden gedauert, bis die Fachleute die verschiedenen Sicherheitsmechanismen von Windows 10 S ausgehebelt hatten. Hm? Dann haben sie sich angestrengt. Windows 10 S-Mode soll der Standard werden, wenn man einen neuen Rechner kauft. Und da bedarf es eines aktiven Befreiungsschlages der User, um sich aus den Fesseln des Konzerns zu befreien. Ich habe einen Traum. Jetzt wäre Zeit für Jubel. Yay! Ja. Ich habe einen Traum. Jeder User sollte die volle Kontrolle über sein System und seine Daten darauf haben. Jeder User sollte selbst entscheiden, welchen Browser er verwenden will, um sich vor Tracking zu schützen. Und jeder User sollte selber entscheiden, welcher Suchmaschine er seine Suchanfragen anvertraut. Der Tag wird kommen. Ich sage es euch, er wird kommen. Aber er wird nicht mit Windows 10 S kommen. Somit sicher nicht. Eine weitere mit traumwandlerischer Sicherheit eingefahrene Nominierung für Microsoft. Tja, na gut, dann schauen wir, ob sich die Jury einigen konnte auf einen Gewinner. And the winner is... Oh, es gibt was fürs Herzl. Medtronic, mit dem Herzschrittmacher ohne Updates. Dankeschön. Ach, ich bin ganz glücklich. Also, Gerald Rapp, vielen herzlichen Dank nochmal für die Nominierung. Und vor allem, da kamen dann auch schon so ein paar Aspekte rüber, wie dieser Kampf zu führen ist. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Twitter schreiben würde, Kickel hat einen kleinen Penis und ich will das. Also er könnte Facebook dafür verwenden, um sozusagen seinen Penis vergrößern zu lassen, dann habe ich das zwar gesagt, aber es ist vielleicht nicht richtig. Ne? Und das Blöde ist, dass man irgendwie versucht, so seine eigenen irgendwie moralischen Parameter aufrechtzuerhalten und trotzdem also sozusagen den Kampf gegen die Öffentlichkeit mit öffentlichen Mitteln zu führen und so. Und das haben wir vorher auch schon gehabt mit diesem Schlacht um Wikipedia und welche Bedeutung, welche Wahrheit. Und das führt dann oft dazu, dass wir sozusagen diese Kriterien von Offenheit, denen wir, ich schätze mal, hier uns doch irgendwie verschrieben haben, also dass alle irgendwie teilnehmen können. Wenn das zu stark sabotiert wird, führt das dazu, dass wir dann auch zumachen und selber zu den Bösen werden und dann bringt das irgendwie auch nicht mehr wirklich was. Und im Gegenteil, dann haben die diese Schlacht quasi wieder gewonnen. Und wenn jetzt zum Beispiel rauskommt, dass im Laufe des letzten Jahres eine Firma namens Cambridge Analytica Millionen von Datensätzen ausgewertet hat, dann ist das insofern doppelt prügak, weil das nämlich nicht ein Hack war, also das kam danach, ein paar Monate später haben sie das zugegeben, sondern das ist deren Businessmodell. Also da kommt man dann hin, wenn man sozusagen in geschlossenen Algorithmen beginnt zu denken. Und damit kommen wir auch leider schon zur Auswertung unseres kleinen Kickelcat und Facebook-Gewinnspieles. Und ich hätte jetzt irgendwie 2 würdige Gewinner, aber an sich nur ein Buch. Und deswegen hätte ich mir gedacht, Wir lassen doch irgendwie 2 Leute trotzdem gewinnen, weil ein sehr nettes gibt es von Christoph Hirndler, der wahrscheinlich draußen auf den streamingfähigen Empfangsgeräten in Deutschland im finsteren Bauernhof sitzt. Und ich hätte jetzt gedacht, nachdem das nicht vorgesehen war, geben wir ihm doch für seinen wunderbaren Tweet, Kickel könnte ähnlich würdige Reiter für seine braune Reiterstaffel ohne Bewerbungen finden. Er kriegt nur den Trostpreis, weil ich glaube, es gibt nicht einmal die Pferde, oder? Das ist, glaube ich, das aktuelle Problem an dem ganzen Schwachsinn. Und reden wir doch nicht mehr über diese Scheißpferde, weil um die geht... Er ist da! Sehr gut. Wunderbar. Wir sparen sogar Portergebühren. Lieber Christoph Hirndler, ich komme dann nachher zu diesem
Trink- und Bücherverkaufsstand. Also ich hoffe, es ist auch ein Trinkstand, aber auf jeden Fall gibt es halt auch die Bücher. Und da gibt es sozusagen am anderen Ende der Leiter eine Anthologie von Serious Text, der lieben Quintessenz, die auch diesen Big Brother Award ausrichtet. Und unser subjektiv algorithmisch willkürlich ausgewählter Hauptgewinner ist leider Bier Ernst, aber ich bin trotzdem dafür, dass sie gewinnt, nämlich Theresia Reinhold. Ist die auch da? Nein, die sitzt im Internet. Wunderbar. Also ich habe nämlich... Ja? Ja, na komm und hol's dir. Also wenn ich darf. Also du kannst es auch quasi anonym holen und sozusagen dich als Aktivistin sozusagen weiterhin tarnen. Aber, oh, ist verkehrt. Na, also wie du willst, nachher bei dem Stand, Theresia Reinhold, ja, für... Schreib zurecht, er würde dir mit deinen privaten Kommunikation erpressen. Also das ist... Wo? Da ist sie. Ja, ich sehe sie nicht. Ich sehe euch ja kaum. Jetzt sehe ich euch. Liebe Theresia, vielen herzlichen Dank. Ich darf deinen Tweet vorlesen. Applaus, meine Damen und Herren. Darf ich? Ja. Weil Theresia Reinhold hat sozusagen Facebook auf den Punkt gebracht, er würde dich mit deinen privaten Kommunikationen erpressen, Klammer auf Werbung schalten, und dir drohen, sie den wichtigsten Personen in deinem Leben zu zeigen. Meine Damen und Herren, Applaus für Theresia Reinhold und... Ich weiß, Partizipation ist anstrengend, aber an sich bin ich schon irgendwie gerührt. Und jetzt geht es aber wirklich ums Eingemachte, weil während wir sozusagen bis jetzt irgendwie diesen Lokalkolorit ein bisschen sozusagen mit dem Katzenmief vor mir, hier ist übrigens, gell? Wir warten weiterhin auf Katzenskulpturen. Ich bin bereit, eine sozusagen in Beton zu gießen und fürs nächste Jahr ähnlich diesen depperten Big Brother Award zu verschrotten. Boah, das stinkt. Ich stelle das daher, schau, da. So ist es in unserer Wohnung und auch in meinem, also nachdem ich den Katzen gesagt habe, dass ich heute beim Big Brother Award bin, haben sie natürlich prompt wieder ins Bett Bild gehauert, sozusagen. Das ist irgendwie der Trick, wenn man die Tür offen lässt und sie kriegen dann mit, dass sie heute Nacht, schau, Interaktion und so. Eigentlich geht es um die Rubrik weltweiter Datenhunger. Sprich, das bedeutet, Sie kaufen, weil es so angenehm ist, bei irgendeinem von diesen internationalen oder eigentlich dem einen internationalen Online-Kaufportal ein. Die schicken Ihnen dann die Ware, Sie zahlen die Ware, sie ist 15 Cent billiger. Dafür gibt es weder sozusagen die Steuer, die sonst ein normales Geschäft daran sozusagen A in Österreich zahlen würde und B das normale Geschäft in Österreich vielleicht daran verdienen würde, um sich darum sozusagen was zum Essen zu kaufen. Das schicken wir alles, ich weiß nicht, ist es Irland oder Liechtenstein oder sonst irgendwo hin und dort zahlen die dann, weil sie natürlich extrem viel abgezogen haben für die Lizenzgebühr, die Amazon, irgendeinem Amazon Irland oder what the fuck oder Cayman Island zahlt, weil die Lizenz für die Software denen um Milliarden verrechnen, bleibt dann sozusagen ein Unternehmensumsatz von ein paar Millionen über und der ist dann in Liechtenstein für 3% zu versteuern. Das ist bitte, meine Damen und Herren, Datenkolonialismus und zwar nicht nur in Form von Facebook-Ads, die auch nicht versteuert werden oder wenn, 1,8-3%, sondern das bedeutet, dass wir alles schöne Geld, das wir verdienen, fröhlich nehmen und woanders hinschaufeln, statt dass es bei Ihnen bleibt. Überlegen wir uns das kurz, während wir uns freuen auf Sebastian Liske. Oh, es wird immer geiler. Der Schmäh nämlich sozusagen, die Sache irgendwie zu stoppen, ist leider nicht nur, dass wir hier in unserer glücklichen Big Brother Wars Austria Blase sitzen und was wirklich, ich möchte es betonen, schon okay ist, wenn man sozusagen ein bisschen spürt, dass man nicht allein ist vor den Rundfunkempfangsgeräten und sozusagen sich nebst irgendwie ORF Online sonst irgendwelche Sachen anschaut und versucht sich auszutauschen, sondern dass man sich im Realraum vielleicht, und darüber bin ich so glücklich, mit Leuten austauscht, die man vorher noch nie gekannt hat. So, und was aber Big Brother Award ermöglicht ist, Big Brother Award ist jetzt sozusagen nicht nur sozusagen eine österreichische Erfindung, sondern im Gegenteil, seit 1987, also ich weiß nicht, ob die Big Brother Award erfinden, das fragt euch vielleicht nachher selber, aber es gibt einen Verein namens Digital Courage und die sitzen und organisieren seit 1987. Bin nicht einmal sicher, ob es da schon Internet gegeben hat. Das wird euch vielleicht auch beantwortet oder mir zumindest nachher hinter der Bühne. Und es handelt sich wirklich, das ist sozusagen einer unserer Stargäste heute, Sebastian Lisken ist derjenige, der mitorganisiert, dass es auch in Deutschland einen Big Brother Award gibt. Und sorry, guys, wenn wir uns nicht beginnen zu vernetzen und das irgendwie zu stoppen oder zumindest EU-weit irgendwie versuchen, dagegen zu wirken, dann werden wir halt ausgepumpt. So, und damit bin ich bei der Rubrik weltweiter Datenhunger und freue mich auf unseren Laudator Sebastian Lisken von der Big Brother Deutschland und alles, was ich falsch gesagt habe, bitte stell richtig und ist ja okay, so ein bisschen kontrasignisch. Herzlichen Dank und freuen Sie auf weltweiter Datenhunger mit Sebastian Lisken. Ja, vielen herzlichen Dank. Wunderschön, dass ich auch hier sein kann für sozusagen die deutschen Big Brother Awards. Ich muss tatsächlich etwas richtigstellen. Der Verein
der die deutschen Big Brother Awards organisiert. Den gibt es seit 1987, damals hieß er Fürbot, seit 2012 heißt er Digital Courage. Aber was die Big Brother Awards im deutschsprachigen Raum angeht, da seid ihr in Österreich zuerst dran gewesen, 1999. Die deutschen Awards gibt es seit 2000, international gibt es den Award seit 98. Also herzlichen Glückwunsch für eure Beständigkeit. Und wir haben tatsächlich schon einmal einen deutschen Big Brother Award an Facebook gegeben. Und naja, ich muss es nicht groß bekannt geben, oder? Wir haben drei Nominierungen, die ihr erwartet. Aber diese drei Nominierungen sind Facebook, Facebook und Facebook. Und da habe ich mir gedacht, ich nehme einfach mal den Text, den wir schon mal für einen deutschen Big Brother Award verwendet haben und der sehr viel Grundsätzliches enthält, und nehme ihn sozusagen als Hintergrund für die aktuelle Situation, trage den also ausschnittsweise vor, und dann gehen wir mal zu dem, was sich die Jury ausgedacht hat in Sachen Facebook in diesem Jahr, und verstehen dann vielleicht ein bisschen tiefer noch, wie es dazu gekommen ist. Wissen Sie, was eine gated community ist? Eine umzäunte, sichere Wohnanlage, Zutritt nur für Bewohner. Hohe Mauern, Sichtschutz, bewachte Eingänge und dahinter Wohnhäuser, Gärten, Planschbecken, Schaukeln, Partys und gute Nachbarschaft. Hier leben die, deren Job schon anstrengend genug ist und die sich nicht um alles selber kümmern wollen. Menschen, die gesellig sind und es sich einfach gut gehen lassen wollen. Was zögern Sie? Ziehen Sie ein? Klar, am Tor ist ein Wachdienst. Auf dem gesamten Gelände ist ein ausgefeiltes Monitoring installiert. Videoüberwachung mit Gesichtserkennung, Infrarot-Bewegungsmelder, GPS- und RFID-Scanner. Videoüberwachung mit Gesichtserkennung, hatte ich schon gesagt. Begründet wird das weniger mit der Sicherheit, sondern vor allem mit dem Service und der Bequemlichkeit der Bewohner. Es gibt ein eigenes Kommunikationssystem auf dem Gelände, alles gratis. Wer braucht da schon noch die Post? Die Nachrichten werden übrigens elektronisch gescannt und analysiert, auch die Inhalte. Die Betreibergesellschaft berechnet regelmäßig einen Happiness-Index durch die Analyse der verschickten Nachrichten und weiß so, wann die Menschen glücklich sind, und kann damit das Angebot für ein modernes Wohnerlebnis optimieren. Treffen mit Freunden sind einfach, weil alle in der Nähe sind. Und es laufen so viele Partys, von denen würden Sie wahrscheinlich gar nicht erfahren, wenn Sie nicht vor Ort wären. Es ist ein bisschen wie Cluburlaub hier. Der Service wird laufend verbessert. Die Läden in der Nachbarschaft lesen Ihnen Ihre Wünsche von den Augen ab. Und wenn Sie einmal außerhalb des Geländes unterwegs sind, ist man sogar dort informiert über Sie und Ihre Vorlieben. Als Sie hier neu waren, fanden Sie das mit dem Zaun und der Dauerüberwachung einen etwas unangenehmen Gedanken. Aber schließlich sind Ihre Freunde auch alle hier, was soll's. Anfangs durfte man an den Fenstern noch Gardinen aufhängen, doch in letzter Zeit kommt häufiger mal ohne Ankündigung der Renovierungsservice der Community. Ist ja toll, dass die hier alles modernisieren. Und leider fehlt danach aber meistens die ein oder andere Gardine oder auch mal eine Tür. Und es ist ziemlich umständlich, das von der Verwaltung zurückzubekommen. Aber ist ja halb so wild. Schließlich ist man hier ja auch nicht eingezogen, um sich zu verstecken. Sehen und gesehen werden ist das Motto. Das Angebot, hier zu wohnen, kann man eigentlich gar nicht ausschlagen, denn die Wohnungen sind mietfrei. Wow! Kurz haben Sie sich mal gefragt, wie die Betreiber das wohl finanzieren. Ach, egal. Dann gab es Zeitungsartikel über Geheimdienstkontakte der Betreibergesellschaft. Aber das sind bestimmt nur Verschwörungstheorien. Und es gibt andere Berichte über den finanziellen und politischen Hintergrund der Betreiber, amerikanische Hedgefonds, Steueroasenfans und Anhänger der rechtsreaktionären Tea Party. Aber das kann ja gar nicht sein. Es leben so viele fortschrittliche, politisch aktive Leute hier, die wären doch dann nicht hier. Sie glauben, das ist alles absurd? Ja, das finden wir auch. Und nur, dieses Szenario ist zu großen Teilen Realität. Allerdings nicht in einer Wohnanlage, sondern im Internet bei Facebook. Facebook, das nette soziale Netzwerk, lässt George Orwells Big Brother blass vor Neid werden.
Hier wächst eine gated community ungeahnten Ausmaßes. Eine abgeschlossene Gesellschaft, in der ein Konzern die Regeln macht. Eine Datenkrake mit unendlichem Appetit. Und die Leute begeben sich freiwillig in ihre Fangarme und füttern sie. Die Fakten. Facebook sammelt alles an Daten, was sie bekommen können. Nicht nur Name, Adresse, Profilbild, Telefon, Handynummer, Fotos, Texte, Status-Updates, Aufenthaltsort, Nachrichten an Freunde, besuchte Webseiten und. Facebook beruft sich auf die Zustimmung der Nutzer, denn es steht alles in den Geschäftsbedingungen. Doch wer liest vor Einrichtung seines Facebook-Zugangs tatsächlich die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerläuterungen? Die Datenschutzeinstellungen ändert Facebook immer wieder und ohne Ankündigung. Doch selbst die Nutzerinnen und Nutzer, die sich die Mühe machen, ihre Standardeinstellungen zu ändern und alles auf privat einzustellen, schließen damit zwar ihre Lehrer, Eltern und Personalchefs aus, haben aber letztlich die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Denn Facebook selbst sieht alles. Die Betreiber von Facebook testen ständig, wie weit sie gehen können und scheren sich dabei weder um Gesetze noch um das, was Nutzerinnen erwarten oder was sonst im Netz üblich ist. Erst wenn massiver Protest von den Nutzerinnen und Nutzern kommt, gibt es ein bisschen Bewegung. Aber die Taktik ist klar. 3 Schritte vor und wenn es Stress gibt, einen halben Schritt zurück. Gated Communities zeichnen sich auch dadurch aus, dass der Staat innerhalb der Mauern quasi keinen Einfluss mehr auf die Regeln hat, die innen herrschen. Facebook sind europäische Datenschutzrichtlinien herzlich egal. Ein wichtiger Punkt wird bei den ganzen Datenschutzdetails zumeist ausgeblendet, nämlich die Frage, wer steckt eigentlich hinter Facebook? Wer profitiert von dieser Datensammlung? Natürlich Mark Zuckerberg, der ist bekannt. Aber da gibt es 2 andere Leute, die früh mit Risikokapital eingestiegen sind, die eine genauere Betrachtung verdient haben. Peter Thiel und Jim Breyer. Peter Thiel ist Hedgefondsmanager und mit der Gründung des Internetbezahlsystems PayPal reich geworden, das er für 1,5 Milliarden an eBay verkauft hat. Peter Thiel ging es bei PayPal nicht nur um seinen Profit, sondern auch darum, eine von den staatlichen Banken unabhängige Währung zu schaffen und damit die Steuererhebung zu umgehen. Peter Thiel ist radikal konservativ und zugleich libertär. Er mag Ronald Reagan und Steueroasen und unterstützt die Tea Party-Bewegung in den USA. Und er hat eine enge Verbindung zu der rechten Internetplattform The Vanguard. Jim Breyer von der Risikokapitalfirma Accel Partners ist nicht irgendjemand, sondern Vorsitzender des amerikanischen Branchenverbandes der Risikokapitalfirmen, der National Venture Capital Association. Sein Vorgänger in diesem Verband war German Louis, der von dort direkt zum CIA gewechselt hat und die Firma InQtel gegründet hat. Das ist noch eine relativ schwache Verbindung, doch klar ist, man kennt sich. Der Firmenname kommt übrigens von Intel wie Intelligence, das englische Wort für Geheimdienst, und Q wie der geniale Erfinder bei James Bond. InQtel ist laut eigener Website eine Risikokapitalfirma des CIA, eigens gegründet, um Entwicklung von Technologien zu unterstützen, die für Geheimdienste interessant sein könnten. Interessant für Geheimdienste ist Facebook mit Sicherheit. Denn was könnten sich Agenten Schöneres wünschen, als dass ihnen die Menschen all ihre persönlichen Details, jede Bewegung, private Nachrichten und all ihre persönlichen, beruflichen und politischen Kontakte selbst frei Haus auf einen zentralen Server in den USA liefern. Doch es geht noch dichter. Der 3. große Facebook-Investor ist die Firma Greylock Partners. Greylocks Seniorgesellschafter Howard Cox pflegt seit Jahrzehnten beste Kontakte zum Pentagon und siehe da, er ist im Aufsichtsrat von InQtel. Das geht über die theoretische Möglichkeit, das ist in den USA, da könnte der CIA drauf gucken, weit hinaus. Diese Gated Community, die als netter Cluburlaub daherkommt, sollte uns ernsthaft Sorgen machen. Denn Facebook tut gerade alles, um sich unentbehrlich zu machen. Es will zum Ersatz werden für eigene Webseiten, E-Mail, Mailinglisten, Chatforen. Facebook zensiert kritische Links. Der genialste Coup seit langem ist aber der Gefällt mir oder Like-Button auf fremden Webseiten. Damit können Facebook-Nutzer Webseiten empfehlen. So wird von Facebook aber auch registriert, was ihre Nutzer außerhalb so treiben und für was die sich interessieren. Ein komplettes Psycho- und Sozialprofil entsteht, und zwar auch ohne, dass überhaupt auf den Gefällt mir-Button geklickt wurde. Wer sich zum Beispiel als Facebook-Nutzer eine Seite einer Zeitung einfach nur anschaut, bekommt von Facebook quasi im Vorbeigehen gleich 2 persistente Cookies auf seinen Rechner gepackt.
späteres Wiedererkennen garantiert. Leute, die keine Facebook-Nutzer sind, erhalten ebenfalls ein Cookie auf ihre Rechner gesetzt, das sie zwar nicht namentlich, aber über eine ID erkennen kann. Facebook will nicht weniger als der zentrale Anlaufpunkt im Netz für möglichst viele Menschen sein und damit die Kommunikation bei sich monopolisieren, kontrollieren und ihr seine Regeln aufdrücken. Warum vertrauen so viele Menschen sich mit so vielen persönlichen Daten Facebook an? Firmengründer Mark Zuckerberg hat es vor Jahren in einem Chat auf den Punkt gebracht: They trust me, dumb fucks. Sie vertrauen mir, die Idioten. Ja, und was haben wir jetzt in diesem Jahr festgestellt? Es gibt einen Haufen von Skandalen. Die Schlagzeilen lauten: Informationen aus 30 Millionen Facebook-Profilen gestohlen. Facebook hat Anrufverläufe und Textnachrichten von Android-Telefonen gesammelt. Facebook gibt Werbern Zugang zu Kontaktinformationen. Facebook will Kundendaten von Banken. Facebook patentiert heimliches Mithören mittels Mobiltelefonen. Facebook soll Daten an chinesische Konzerne weitergegeben haben. Facebook gab Daten weiter an Apple, Amazon und Samsung. Facebook bittet Nutzer, ihre Nacktbilder zu schicken. Facebook will Gedanken lesen, also Hirnsignale der Nutzer auswerten, laut Zeit Online. Facebook steckt in einem Strudel von Skandalen und das soziale Netzwerk kommt immer mehr in Erklärungsnot, warum Nutzer ihm überhaupt noch vertrauen sollten. Der Skandal um Cambridge Analytica und die Beeinflussung von Wahlen hat weltweit Medien aufgeschreckt. Wo werden welche Daten weitergegeben? Wo werden überall Daten gesammelt? Und wie werden sie zusammengefügt und interpretiert? Und wozu werden sie verwendet? Auf der einen Seite sind es die großen Software- und Hardwarehäuser, die einen privilegierten Zugriff haben, um Facebook vorzuinstallieren. Am 7. Juni teilte Facebook mit, dass private Nachrichten von 14 Millionen Nutzern über mehrere Tage öffentlich angezeigt wurden, da deren zuletzt verwendete Voreinstellungen für private Mitteilungen von Facebook verändert worden waren. Die betroffenen Nutzer wurden darauf hingewiesen und gebeten zu prüfen, ob die entsprechenden Nachrichten öffentlich bleiben sollen. Im Rahmen der Fake-News-Diskussion wurde bekannt, dass der Newsfeed kein Algorithmus ist, ganz ohne Eingriffe, sondern dass es menschliche Eingriffe und bevorzugte Medien gibt. Dass Facebook Inhalte kontrolliert, ob sie den internen Richtlinien entsprechen, ist bekannt. Und dass es Unterschiede im Zugang zu Nacktheit in verschiedenen Kulturen gibt, sicherlich auch. So mag es zwar amüsant sein, dass die Venus von Willendorf zensiert wird, eine uralte Fruchtbarkeitsfigur, oder eine Strichzeichnung im Rahmen einer Brustkrebsvorsorgekampagne. Doch nicht jeder bekommt eine weltweite Berichterstattung, damit die eigenen Postings wieder erscheinen. Bei all diesen Problemen, die Facebook sicherlich bedingt durch die hohe Anzahl an Usern, durch die weltweite Verbreitung mit unterschiedlichen Gesellschaften und Wertekatalogen und das schnelle Wachstum, das Schwachstellen im Code und vergessene Partnerschaften hervorbringen, ja, bei all den Problemen, die Facebook heute hat, bei der Gefahr für die Gesellschaft wird es ernstlich Zeit, sich Gedanken zu machen, wie die Gesellschaft, der Staat und die Rechtsordnung damit umgeht. Wir haben leider festgestellt, dass halt sich nicht ganz ausliefern wollen, halt leider mühsam ist und man muss halt was tun. Und deswegen kommen wir zu meiner Lieblingsrubrik, der Volkswahl, Publikumspreis. Und Publikumspreis, dafür hole ich mir allerdings Unterstützung von Georg Markus Kainst, seines Zeichens Präsident der Quintessenz, die jetzt, wie Sie vorhin fulminanterweise Facebook Deutschland erlebt haben, also Big Brother Awards Deutschland, das ist sozusagen eine der treibenden Kräfte hinter Big Brother Awards Austria. Und bevor wir dich jetzt huldigen, tun wir aber gleich sozusagen Leute dissen. Und zwar geht es um sozusagen, Sie haben ganz viele Kämpfe zu kämpfen, aber einer der Minikämpfe, die Sie kämpfen können, ist sozusagen die Abstimmung auf der Big Brother Awards Webseite. Und da waren 5 Möglichkeiten sozusagen der Publikumswahl offenbart und wir haben aber Einblick in die Resultate und wissen, welche 3 am umkämpftesten waren. Und dazu zählt zum Beispiel diese interessante Geschichte um das BVT. Ne? Also das BVT, da gibt es natürlich einen redlichen Datenschützer namens
Norbert, Philipp, oder wie haben wir gesagt? Also der, ja. Und da gibt es doch tatsächlich einen Geheimdienst, der nicht unter seiner Kontrolle ist. Und die haben über irgendwelche Rechtsextremen Daten gesammelt. Was wir pfui finden. Ne? Und Gott sei Dank gibt es aber den besten Datenschützer Österreichs, der sich sozusagen eingebracht hat, um sozusagen dafür zu sorgen, dass diese Daten ja nicht irgendwie anders verwenden können. Und deswegen hat er seine Habschis dafür sorgen lassen, dass sie mit einem Plastiksackel diese Festplatten und USB-Sticks und unkontrollierte, was war da noch auf diesen CD-ROMs drauf, Kinderlieder. Wurden zumindest sichergestellt, die Daten. Genau, aber irgendwie hat er nicht gewonnen, aus irgendeinem Grund. Nein, man hat also das BVD gemerkt, dass es am Anfang, als die mediale Berichterstattung sehr groß war, ist es wirklich Spitzenreiter bei der Volkswahl gewesen, weil es wirklich eine Riesenempörung gehabt hat. Und wir sehen auch das ganz große Problem bei all diesen Themen. Wir müssen aufpassen, dass die Aufmerksamkeit erhalten bleibt, weil sobald die Berichterstattung abgebröselt ist, hat es niemand mehr wirklich interessiert. Und dann sind plötzlich andere Themen nach oben gegangen, Themen, die uns alle viel, viel mehr interessieren als User. Und du kannst wieder einsteigen. Du siehst ja, hier wir haben schon das Problem, dass wir so eine Eskalationsspirale von rechts gleichzeitig wieder mitbekommen. Das heißt, jedes Mal, wenn wir sozusagen uns über eine Sache empören, machen sie dann die nächste Gacke und darüber empören wir uns dann auch noch kurz. Und während sozusagen der neue Stil ist, darüber zu schweigen, wenn Gacke passiert, ja, wird unser schöner Diskurs leider kontaminiert durch diesen ganzen, Entschuldigung, Dreck. So, und jetzt kommen wir aber zu den Sachen, die uns persönlich betreffen, nämlich was können wir auf YouTube hochladen? Ne, also das ist, damit war die zweite Rubrik, die sozusagen fast gewonnen hätte, nämlich der sogenannte Upload-Filter, ein kryptisches Instrument, und wenn wir wüssten, wie er funktionierte, ein kleiner Hinweis könnte vielleicht sein, dass sozusagen es doch irgendwie, ich weiß nicht, ob Sie es waren, aber ich glaube nicht, dass Sie mächtige Medienlobbyen sind, die letzten Monate mit Brüssel verhandelt haben darüber, dass nur ja ihre Copyrights geschützt werden, wenn irgendwelche harmlosen Haschel auf 4chan oder YouTube irgendwie individuell gestalteten User-Generated Content hochladen. Und ich weiß zum Beispiel, dass wenn jemand meine Fotos missbräuchlich verwendet, obwohl ich da nicht sehr streng bin, dann schreit keiner auf, aber wenn jetzt sozusagen irgendeiner von den größeren Plattenlabels verwendeten Songs auch nur im Hintergrund eines Interviews auftönt, dann bietet das Sony die Möglichkeit, diese Sache sozusagen auf YouTube zu stoppen. Und das ist de facto Zensur. Ja? Das klingt irgendwie charmant, wenn man sagt, nur die Lady Gaga, die gehört schon geschützt. Aber in Wirklichkeit ist es Zensur. Das heißt, wenn Ö3, und das halten wir sonst nicht aus, wenn es ein Interview über Datenschutzanliegen gibt und im Hintergrund dudelt halt irgendein Lied, das Copyright geschützt ist, dann ist es leider Zensur, wenn wir das Zeug nicht hochladen können. Und es ist auch Zensur, wenn popkulturelle Inhalte, die wir aus Film, Funk und Fernsehen uns halt aneignen, sorry to say that, weil es ist ein öffentliches Gut bis zu einem gewissen Grad, ja? Und daraus irgendetwas Eigenständiges, Kreatives machen wollen, wenn dann die liebe Upload-Filter sagen, nur das geht aber nicht, wir dürfen nur das machen, was uns nicht gehört. So, aber in Wirklichkeit weiß der Georg Marco keins viel mehr, weil Esel, ich bin man merkt, dich empört der Upload-Filter genauso. Nein, mir ist es wurscht, aber also mir ist es nicht wurscht. Dass du in deinen Rechten, nämlich im Internet zu posten, was du möchtest, beschnitten werden sollst. Und es war wirklich ein heißes Kopf-an-Kopf-Rennen, das wirklich, und das freut mich, dass sozusagen das Jury-Empfinden mit dem, was in der Volkswahl dann das Stimmungsbild wiedergibt, gleich war, nämlich, dass diese Zensur, dass Konzerne das Recht bekommen sollen, beim Upload bereits zu entscheiden, ob etwas im Internet zu sehen ist oder nicht, dass dieses Recht sozusagen an die Konzerne gegeben werden soll. Es geht hier nicht darum, dass man für das, was man postet, gerade stehen muss oder nicht. Nur wenn ich etwas poste, wenn ich etwas uploade, dann möchte ich entscheiden, ob das im Netz zu sehen ist oder nicht. Und nicht, dass das einer der ganz, ganz großen Internetkonzerne ist, die das dann mit irgendwelchen IDs überprüfen, ob ich das machen darf. Weil die haben halt leider auch das Geld, sich darum zu kümmern, dass man auf deren Inhalte aufpasst, während auf meine Inhalte niemand aufpasst. Und damit kommen wir, also wenn es für dich okay ist, zum dritten Nominierten unserer Publikumspreises. Und das betrifft mich dann schon. Also nehmen wir an, ich wäre arbeitslos. Ja? Und dann sieht jemand, was ich mache, halt irgend so ein komisches Zeugs mit Kunst und Aktivismus und so Zeug. Und muss ich ehrlich sagen, also quasi, wenn die dann feststellen, wie hoch die Chancen sind, dass ich einen Job finde, dann würde ich auch bei mir aufgeben. Womit wir bei unserem dritten Nominierten wären, dem AMS, meine lieben Damen und Herren, weil das AMS hat sozusagen im Zuge der Reformfreudigkeit unserer sozusagen, ich habe das falsche T-Shirt an, also dieser anderen, also dieser der türkischen, blauen und so, da passiert gerade irgendwas im AMS. Das Problem gerade beim AMS ist, und es zeigt, dass da wirklich eine starke Lobby dahinter ist, nämlich wir als User, dass es dort Roboter geben soll, Algorithmen geben soll, die entscheiden,
ob ich eine Schulung bekomme, ob ich gefördert werden soll, ob ich die Chance habe, in Zukunft irgendwo einen neuen Job zu bekommen. Und es freut mich wirklich, dass bei der Volkswahl genau hier die Mehrheit der Stimmen gelandet sind, nämlich dass das AMS keine Algorithmen verwenden soll, um Arbeitslose, die eben nicht freiwillig sich beim AMS gemeldet haben, sondern einfach in eine Not geraten sind, auf die Hilfe von einer Versicherung, von der Hilfe des Staates angewiesen ist. Und es kann ja nicht sein, dass jetzt ein Algorithmus, ein Roboter entscheidet, wie die Förderungen ausschauen. Und der Winner ist sozusagen in der Kategorie der Volkswahl dieses Jahr das AMS gegen die Roboter. Das Problem ist aber, dass trotz... Ja, ich bin sehr zufrieden mit diesem Big Brother. Also wenn mir das zusteht, sozusagen Ihnen das auszusprechen, Sie dürfen auch Publikumswahlen dazu bringen. Aber ich meine, das Absurde ist natürlich, was passiert, wenn jetzt diese Roboter tatsächlich komplett die AMS-Leute ablösen und dann kommen die AMS-Leute sozusagen in ihren eigenen Algorithmus rein, wohin werden die dann vermittelt? Also das ist, was mich philosophisch interessiert und leider... zu viel. Also deswegen bin ich dort irgendwie nicht so vermittelbar. Also im Grunde, Edo, du sagst es, wenn man das weiter konsequent weiterdenkt, bedeutet nämlich genau das, dass wenn der Roboter einmal funktioniert, braucht es die AMS-Mitarbeiter nicht. Das heißt, eigentlich müsste das AMS jetzt den Roboter darauf trainieren, dass es in der Lage ist, für ehemalige AMS-Mitarbeiter einen neuen Job zu finden, was relativ schwierig sein wird. Also insofern hoffe ich auch auf die Solidarität der Mitarbeiter vom AMS, einfach die Menschlichkeit, den Menschen an erster Stelle zu sehen. Gibt es jemanden vom AMS hier, der sich den Preis abholen will? Das ist fett. Ihr habt uns einen schönen Preis overruled mit... Nein, der kann ihn auch haben, wenn er will. Also bitte, wenn jemand kommt, nur um den schönen Preis abzuholen, können Sie auch kommen. Aber ich bin ja für den. Übrigens, Sie können weiter Einzelungen machen, auch wenn der Big Brother Award sich jetzt zunehmend dem Ende zuneigt. Zumindest von den negativen Zeiten sind wir durch. Wir haben aus allen Kategorien alle negativen Preise dargestellt. Ich würde gern diesen, also ich muss sagen, mit dieser Listen statt Liken, den würde ich ganz gerne nochmal auf die Bühne irgendwie schleppen, ehrlich gesagt, bevor wir dann sozusagen dieses große Abschiedsfinale der erleichterten Alkoholisierung der Reflexion und Vernetzung eintreten. Nice. Bist du da? Komm doch gleich her. Also es gibt jetzt sozusagen, es gibt die Musik, ist genial. ILF, meine Damen und Herren, die kriegen wir nachher auch nochmal zu hören. Und während ich sozusagen versuche, alle, die sich hier hinten sozusagen in Trauer über den Datenmissbrauch sozusagen in Ritzen verzogen haben, die kletzle ich jetzt wieder hinaus und die anderen auch und ihr tut es derweil, was wir so Big Brother Award Organisatoren tun. Tschüss. Bis nachher. Danke, Esel. Erstmal, Sebastian Listen, schön, dass du da bist. Als ich gehört habe, dass du in Wien bist, habe ich sofort gesagt, super, von unserer Schwesterorganisation in Deutschland, jemand, der auch Big Brother veranstaltet, jemanden auf der Bühne zu haben, ist eine wunderbare Geschichte. Wer seinen Nachbarn im Sitz vermisst, wir haben leider in Wien zurzeit Grippewelle und es ist leider auch von den Laudatoren 2 Laudatoren ausgefallen und ich musste heute um Mittag um 12 Leute, Ersatzkandidaten finden, die sozusagen etwas vortragen können und wirklich meinen recht herzlichen Dank, die Facebook-Geschichte derartig tiefgründig zu erklären, was sozusagen wirklich dahinter ist. Es zeigt einfach, dass die beiden Organisationen, was den Big Brother betrifft, schon ähnlich ticken und es zeigt leider auch, dass sich bei Facebook in den letzten Jahren nicht sehr viel getan hat. Ich muss dazu was sagen, ich habe mich natürlich mit fremden Federn geschmückt. Es war ein großes Glück, dass wir diese Laudatio vorbereitet haben. Das ist nicht meine, sondern die ist von Rina Tangens, den Namen wollte ich noch genannt haben, eine unserer Gründungsvorsitzenden. Und es war ein großes Glück, denn dieser Text gehört wirklich zu denen bei unseren Big Brother Awards, die ein bisschen Bestand haben über das Jahr hinaus, die wirklich so grundsätzlicher Art sind. Es gibt da in anderen Jahren noch andere und das war also wunderbar geeignet als Hintergrund. Und ich finde, das, was ihr herausgefunden habt oder zusammengesammelt habt über die aktuellen Themen bei Facebook, passte wunderbar in den Hintergrund hinein. Es zeigt, glaube ich, auch, dass es nicht sozusagen ein Ausrutscher ist, was jetzt bei Facebook passiert, sondern dass das sehr wohl Strategie ist. Das ist immer so, die Firma versucht, so weit wie möglich zu gehen, bevor sie auftaucht, anstößt. Und wir denken, na gut, jetzt ist halt ein Unfall passiert, jetzt ist halt irgendein Missgeschick passiert, jetzt ist halt irgendein Hack passiert oder denen sind die Daten gestohlen worden oder irgendwas. Und in Wahrheit ist das aber leider
Strategie und es zeigt auch, wie wichtig es ist, dass es eine internationale sozusagen Big Brother Awards Familie gibt, die wir uns leider viel zu selten sehen. Das, was uns alle verbindet, ist das Logo. Das ist halt, wie diese gesamte Welt ist, frei verfügbar. Also wir sind, was Copyright betrifft, so, dass wir immer sagen, alle, die gleiche Ideen haben, dürfen es verwenden. Für mich wichtig, du hast heute die Gala zwar nicht sehr viel von vorne, sondern mehr von hinten gesehen. Wir hatten ursprünglich in der Startphase die Gala gleichzeitig zum gleichen Zeitpunkt, auch mit den Schweizern. Da waren vor 20 Jahren, also es war vor 19 Jahren, wurde das live so eine Schaltung gemacht. Das war also so richtig Nerd-Technik, dass man versucht hat zu fragen, hallo, was ist los in Deutschland? Hallo, was ist los in der Schweiz? Ihr seid ja gewandert mittlerweile. Wenn du jetzt die österreichischen Big Brothers siehst, die Deutschen, was kannst du uns sozusagen aus Deutschland mitgeben, wo du sagst, ja, nächstes Jahr macht es vielleicht das besser? Da kann ich mir gar nichts anmaßen, habe auch nicht das Gefühl, dass ich das wollen würde. Ihr habt eine fantastische Show. Ihr macht das Ganze mit mehr Show-Elementen als wir. Wir setzen mehr so auf diesen scheinbar würdigen, etwas ironischen Rahmen und die Preisreden, die produzieren wir im Vorhinein und übersetzen sie auch. Das ist eine Arbeit, bei der ich dabei bin. Wir bieten das dann zweisprachig an. Da sind wir sehr konsistent. Und ich finde diese Kulisse hier wunderbar und tatsächlich gibt es seit kurzem eine Parallele, denn seit dem oh, eine sehr schöne Kulisse, ja. Also seit diesem Jahr sind wir erstmals im Stadttheater in der mittleren Großstadt Bielefeld, von der ihr alle schon mal gehört habt. Dort sitzt der Verein Digital Courage und verleiht regelmäßig die deutschen Big Brother Awards. Aber wir haben es jetzt eben auch geschafft, ein richtig großes Theater zu finden. Vorher hatten wir so Hallen, in denen andere Veranstaltungen stattfinden. Aber wir sind jetzt im Grunde dort angekommen, ein bisschen, wo ihr schon lange seid. Und ich finde, wir alle haben verschiedene Ausrichtungen, verschiedene Strukturen. Ihr stellt Nominierungen vor und wählt dann aus. Wir wählen vorher aus. Indem wir jetzt im Frühling die Awards veranstalten, sammeln wir einfach das ganze Kalenderjahr Nominierungen ein aus der Öffentlichkeit und nutzen dann die Zeit von Jahresanfang bis so April, Mai, jetzt Anfang Juni im nächsten Jahr, um das wirklich auszuarbeiten. Und dann stecken wir also sehr viel Textarbeit dann auch hinein. Das ist also, das kann man beides wunderbar nebeneinander stellen. Ich könnte nicht sagen, was irgendwie übernommen werden sollte oder was besser wäre. Wie gesagt, ihr seid die Ersten gewesen, wir sind dann nachgezogen, wir kopieren alle voneinander, also Stichwort Upload-Filter, da geht es um Urheberrechte, da sollen Kopien vermieden werden. Nein, Kopien sind etwas Wunderbares, übernehmen wir ganz frei voneinander, ihr könnt euch anschauen, was ihr übernehmen wollt, vielleicht übernehmen wir noch was von euch, wir können das Logo schon seit jeher verwenden und so sollte es eigentlich sein, denn Kopieren ist eine Form der Ehrerbietung und etwas sehr Nützliches. Wir haben hier hinter der Bühne ein klitzekleines Problem, wir haben ein Datenleck. Und das Datenleck schaut so aus, dass es einen Dramaturg gibt, den ich nachher gerne lobend erwähne, wenn wir sozusagen auf meine Moderationskarten zu diesen Schlussdanksagungen kommen. Und das Datenleck hat uns aber verraten, dass die Band also eine Zugabe parat hätte. Das hat mir aber niemand verraten. Also wenn es für euch okay ist, würde ich jetzt sozusagen die Band einmal spielen lassen, dann kommen alle auf die Bühne, die sozusagen irgendwie schuld waren an heute. Also, der Kickel nicht. Also, alle, die irgendwie sich den Arsch auf. Die alle, die was gearbeitet haben hier für den heutigen Big Brother Award in Zivilisation Engagement und die Daten haben wir schon erwähnt. Und dann hätten die nämlich noch einen Song, da müsst ihr aber zu bleiben, sonst kommen die nicht mehr. Das wusste ich aber nicht. Sonst hätte ich noch eine Karte mit der Autogrammkarte von ALF vorbereitet. Ja, es gibt drei weniger, weil drei Songs habe ich vorbereitet. Es gibt aber vier. Also insofern, ich hoffe, das ist okay. Bevor die Band einsteigt, will ich nur noch als sozusagen Verantwortlicher, also jetzt wisst ihr das, ja? Muss ich doch auch Danke sagen. So. Esel, bleib da, bevor du weglaufst. Ich meine, das Schöne ist, die Namen diesmal sind super. Cat, Esel, Alf. Das sind sogar... ALF! Alf, es sind keine Punkte dazwischen. Für mich das Schöne, weil ich kann mir die Namen merken. Bei euren Namen hatte ich immer Schwierigkeiten mit Digital Courage, dass man sich den Namen merkt.
Das ist ja besser als vorher. Wir hatten ja vorher einen unaussprechlichen Namen. Ja, der wir überhaupt. Ja, da haben wir eine gute Veränderung gemacht seit 2012. Ich wollte nur sozusagen, auch bevor wir sozusagen ins Ausklingen kommen, ja. Der österreichische Weg ist ja immer schon der gewesen, dass wir auch feiern und mehr ein Theater machen. Die Deutschen sind eher die Ernsteren gewesen. Wir sind im Flex gestartet, sind dann dankenswerterweise, bei dem muss ich mich auch bedanken, im Rabenhof gelandet, und es wäre nicht möglich, so eine Veranstaltung zu machen, wenn nicht alle, die hier auf der Bühne, die dann auch nachher kommen, alle ehrenamtlich arbeiten. Wir haben die auch singen aber vorher, dann kommen die. Die singen. Also mir ist wurscht, aber ja. Also nur, ja. Dass die dann nicht die 3 Minuten 33 rumstehen, ja, müssen, während der, ja, Upload fiel und sagt, ALF, ja, wir singen gleich noch gemeinsam, oder? Wir singen gemeinsam. Das für heißt, Liebe und Toleranz. Das ist super. Das ist, weiß, super. Aber das Problem ist, sozusagen, ja, der Vorteil vom Datenlink ist, dass ich weiß, dass es noch einen Song gibt. Der Nachteil vom Datenlink ist, ich habe keine Ahnung, was der vierte Song ist. Also ich habe noch Amore, Amore, Amore. Also das ist ungefähr dreimal so gut wie Wanda. Oder ist das böse? Das war böse jetzt. Also, okay. Aber es war, also ich kenne okay, nur das. War okay, weil so, das war der ein Untergriff, aber ihr werdet es quasi wieder gut machen. Ja, wir verkaufen auch dreimal so viele Alben. Ja. Das heißt, wir sollen alle hier rumstehen. ALF, meine Damen und Herren, Georg Markus Kainst und alle Big Brother Awards international. Was ist jetzt? Wir kommen jetzt alle raus? Oder was haben wir jetzt ausgemacht? Gut, ja. So ist es halt. Ja, ja. Macht's, was wollt. Also. Aber du bleibst da. Wir singen so, gemeinsam. Ich tanze jetzt nicht 3 Minuten 33. Du tanzt jetzt. Mein Upload-Filter erlaubt das nicht. Was? Ich habe auch urlang gewartet jetzt. Ja, okay. Also, vielen lieben Dank, meine Damen und Herren. Einer meiner größten Fans, Esel. Ja, ungefähr 1,5 Stunden. Ja. Ja, das ist sehr in Ordnung. Katzenklo. Genau. Wir würden das jetzt so sagen. Nein, jetzt. Also das Problem ist, meine Hauptaufgabe ist derzeit irgendwie dramaturgisch irgendwie dafür zu sorgen, dass diese Leute sich auf die Bühne trauen. Also der Schmäh ist, du singst, die latschen da hinten herum, kommen dann nach vor, holen sich von euch einen extra Applaus, wo man nicht genau weiß, ob der fürs ILF ist oder für uns, also für alles. Und dann ist aus. Man weiß nicht, jetzt kommen ja mal Leute, oder? Ja, aber durch den Schatten. Du tust so tanzen und die tun ja, wo sind so. Die haben sich gerade versteckt, aber du warst dann leider aus, weil ich dachte. So, okay. Ah, okay. Herzlichen Dank für Ihr großartiges Dasein. Danke, herzlichen Dank für Ihr großartiges Dank. Die Stimmung wird besser, das ist auch nicht so schlecht. Bravo! So, meine Damen und Herren, jetzt beenden wir das. Das war der Big Brother Award 2018. Ich fürchte, es wird uns nächstes Jahr auch wieder geben. Ich fürchte leider. Außer Sie tun was dagegen, verhindern Sie den Big Brother Award 2019. Bitte schön darum. Ich freue mich, wenn wir uns auch so treffen, aber wir können uns auch beim Big Brother Award treffen. Es gibt sicher viel zu besprechen. Vielen herzlichen Dank an die Quintessenz Österreich für die Organisation des Big Brother Awards, für den Rabo, für Hostels, all die unsichtbaren Techniker, Lichtmenschen, Soundmenschen und armen Schweine, die unsere Inhalte irgendwie in einen Haufen gatschen mussten. Ich also. Und herzlichen Dank fürs Dabeisein beim Big Brother Awards, meine Damen und Herren. Es gibt die Bücher da draußen, es gibt Alkohol raus, wir können auf den Handy schauen. Und das war der Big Brother Awards 2018. So, das war's. Habt ihr noch ein Lied? Ah, ja. Ich wittere eine Verschwörung. Das ist total korrupt. Ehrlich gesagt, wenn die nach jedem zweiten Nominierung einen Song gespielt hätten, hätte ich weniger labern müssen, was mir ganz sagen würde. Aber es gibt noch einen Song! Das heißt, ja! So, also. Es eskaliert. DJ also, Mike, bist du an den Turntables? Genau. Das ist kein Geschenk. Sonst geht's gar nicht. Wir streiten noch. So, meine Damen und Herren, ich will aber der Deal ist, ja? Also 18 Seiten AGB. Der Deal ist. Du kannst auch da bleiben. 32 Seiten AGB. Es gibt jetzt das Abschlusslied von Schlager. Sie können dann gerne damit den.
nein, wir bleiben nicht da die ganze Nacht. Also, langes Wochenende, Nationalfeiertag, lang Schlaf und so. Also, ALF spielen euch noch ein Lied. Wir sind offiziell verabschiedet. Ich muss mich leider auch von euch verabschieden und wir können aber nachher Bier trinken, okay? Also, meine Damen und Herren, wir freuen uns herzlich, das war der Big Brother 2018. ALF und DJ Mike spielen das Lied und ich möchte nicht im Hintergrund schunkeln müssen. Ja, ich möchte noch abschließend sagen, ihr wart das beste Publikum. I'm gonna go get some more.